Jungs, schaut euch das mal an. Ihr müsst euch das echt mal angucken. Ja, aber das ging nicht, ne? Was weiß ich, was es war? Bravo Dr. Sommer fragen, würde ich mal sagen. Und das ist das Niveau. Eine Flasche Jack Daniels am Abend, kein Thema. Alter Schwede, das geht aufs Gehirn, oder? Da wäre ich im Krankenhaus. Hallo. Hi, Alex, grüß dich. Moin, grüß dich. Alex, servus. Hi. Was hast du gerade gemacht? Den Tagesbedarf eingekauft. Also du uns also... Hast du Klopapier hergerichtet? Ja, ich habe ein bisschen Schiss vor euch. Ich kenne es halt bei Landstreichern. Die haben auch ihren so einen Wagen, den schieben sie immer vor sich her. Ne? Und trotten hinterher. Vorne ist ein Schlafsack, in dem Fall war es Klopapier. Ist das, kaufst du immer alle Minute ein und bringst es dann mit dem Rollwagen selber her? Also das meiste, die Frischwaren, was wir täglich brauchen, ja. Was anderes habe ich nicht, ich habe kein Fahrzeug. Ja, krass, wo ist das Problem? Hier. Das Problem, seht ihr selber, hier ist nichts los. Die Stadt ist tot, mir fehlt die Laufkundschaft. Ich komme nicht voran. Wer hat sich hier selbst nicht gemacht? Du. Ja. Erster Eindruck, düster, schmuddelig, nicht aufgeräumt. Ich finde es einfach gespenstisch. Man könnte auch einen Horrorfilm drehen da drin. So Shining oder so, die Ecke vorne auf. Das wird immer gehen, glaube ich. Aber ein Restaurant oder was immer das ist, er weiß es ja selber nicht. Ne? Also dir ist schon klar, dass wir uns heute alles anschauen. Ne? Da musst du natürlich davon ausgehen, dass wir Wachs und hier das Wachs, dass wir das alles sehen. Ne? Denn die Gäste, ja, die sehen es ja auch. Ich muss momentan alleine putzen. Natürlich, ich bin ein Mann putzt nicht so wie eine Frau, ist klar. Es bleibt alles an mir hängen und natürlich bleibt dann da in einer Ecke hin und wieder mal was liegen. Kann ich momentan nicht abändern, mir fehlt die Zeit, mir fehlt das Personal. Die nächste Räumlichkeit ist es hier zum Zurückziehen für Flaschen drehen, küssen? Auch ja, und es ist gleichzeitig mein Schlafzimmer. Wie, du schläfst hier im Laden? Ich schlafe hier im Laden, so traurig wie es ist, ja. Ich kann mir keine Wohnung leisten im Moment. Okay, und wenn du dann einen Damenbesuch hast, dann wird es hier zum... Ist schon vorgekommen. Es gab diverse Angebote von Mädels. Der erste Tag, wo ich hier war, waren drei Damen hier. Die haben gewettet, wer mich zuerst abschleppen darf. Ich habe halt hier geschlafen und abends eine Dame sympathisch gefunden. Sind auf der Couch gelandet, sind eingeschlafen und früh kam eben die Putzfrau rein und hatte uns in Flagranti erwischt. Jungs, schaut euch das mal an. Ihr müsst euch das echt mal angucken. Ja, aber das ging nicht, ne? Hallo! Jo, komme! Hallo! Bin da. Du, schau mal, wie es da aussieht. Ja, du, ich weiß wohl nicht im Ernst, dass du irgendeinen normalen Gast hierher kriegst. Willkommen im Dschungel. Der Dschungel heißt Gastronomie. Es ist halt so, Mann. Ich komme hier teilweise früh erst um 8 und 9 hier raus. Okay. Dann schlafe ich meistens 3, 4, 5 Stunden, je nachdem, wie das Telefon klingelt. Dann stehe ich auf, mache den Laden sauber, innen drin, damit es drin wenigstens sauber ist. Dann fange ich mit der Vorbereitung für die Bar an, für was die Küche. Was heißt denn bis 8, 9 Uhr morgens eigentlich? Ja, dass wirklich teilweise bis früh 8, 9 Uhr morgens hier getrunken wird. Nach, wie gesagt, Schlussstrich, um 1 Sperrstunde aus dem Ausland, du kannst doch nicht bis um 9 wach bleiben, weil zwei Teenager Bacardi Cola saufen. Kann ich ein gutes Beispiel nennen? Letzten Samstag zum Beispiel habe ich dafür einen auf die Nase bekommen. Muss ich Polizei rufen, ich wollte die Leute rausbekommen. Ja. Und ich habe dafür wirklich gut, eine kassiert. Das ist die falsche Klientel, da mache ich mir Sorgen beim Finale, da kriegen wir auch mal einen Arsch versohlt. Ich glaube, dass er auch gerne mal einen reinhebelt, ne? Vermutlich schon. Ne? Weil, wisst ihr, da früh um 9 saufen, das glaubt mir keiner. Ne? Entweder bin ich mit dabei oder ich blasse das Ganze ab. Ne? Also ich glaube nicht, dass er Kamillentee trinkt nachts um 1 und abwartet, bis die um 9 gehen. Das glaube ich nicht. Wenn der Alex aber erzählt, da sitzen Leute bis 9 Uhr morgens und saufen, ja? Dann möchtest du doch hier nicht irgendwie um 20.15 Uhr oder um 21 Uhr mit deiner Freundin reinkommen und hier irgendwie Vorspeise, Hauptgang, Dessert essen, oder? Bacon Cheese? Das ist auch mit Bacon Cheese. Ja. Dankeschön. Oh, was ist das schön hier oben drauf? Also, das sieht echt gut aus. Ja. Macht auf jeden Fall Lust. Den Patty sieht man schon, das ist nicht mehr, das ist keine Industrie, das ist kein vorgekauftes Produkt, sondern der ist da, der sieht da gut aus. Und schau mal das Fleisch. Also wirklich gut. Das war ein frischer Patty, der war schön gebraten, der war sogar noch leicht rosa in der Mitte. Es waren schöne frische Gemüse drauf, Tomate, Gurke, alles was dazugehört. Das Brötchen war geröstet. Es war eine nette Hamburger Soße irgendwie gemacht worden. Also, da steckte einfach, ja, ein bisschen Liebe drin, muss man einfach sagen, hat man geschmeckt. Und dann probieren wir mal das gute alte Gulasch, was ja optisch schon mal ganz okay ist. Aber butterzart. Butterzart und sehr lecker. Und sehr lecker. Ja. Chili con carne. Schmeckt mir nicht. Bei dir nicht? Gar nicht? Nö. Schmeckt einfach nur nach einer... Es ist sehr sauer auch. Ich verstehe nicht, warum es so sauer ist. Nimm mal ruhig einen Löffel. Es ist sehr, sehr banal irgendwie. Das schmeckt halt wie Tabasco und sehr sauer.
angebrannt und also das taugt mir ja gar nicht. Ich finde, das Chili ist richtig miserabel. Ja, finde ich auch. Ich bin echt der Meinung, ich bin wirklich der Meinung, dass wir hier nicht so schlecht gegessen haben und dass wir hier ganz andere Baustellen haben. Hi. Hi. Nils, hi, freut mich. Jessica. Hallo. Jessica. Hi, hi Jessica. Hallo Jessica, hier kann man sich ja nicht verlaufen, ne? Die Küche ist ja sehr überschaubar, ne? Grüß dich, servus. Hallo, Jessica. Wie kommst du zu deiner amerikanischen Vorliebe für das Essen? Ich habe 16 Jahre in Amerika gelebt. Hast du? Ja. Okay. San Francisco. Und da hat man sich halt so über die Jahre ein bisschen was angeeignet oder mal abgeguckt. Ich meine, Küchen habe ich nie gelernt. Das waren jetzt einfach nur so Sachen, Ideen, wo bei mir hängen geblieben sind von drüben. Im Großen und Ganzen war das echt auch gut umgesetzt. Dankeschön. Aber es gibt noch einen kleinen Rüffel und zwar hier haben wir die Chili con Carne. Die war echt nicht lecker. Nicht? Okay. Das Einzige, was vorschmeckt, ist wirklich Essig. Und wahrscheinlich ist die einfach gekippt. Ja? Und ich würde es jetzt aber auch so stehen lassen. Denn wir waren uns eigentlich einig, dass das Essen also gar nicht so schlecht ist. Bist du hier fest angestellt? Ja. Fühlst du dich wohl? Ich habe mich anfangs wohl gefühlt, ja. Oh. Und jetzt? Stopp. Anfangs? Du hast dich anfangs wohl gefühlt, was heißt das? Ja, wir hatten halt ein bisschen kleine Streitereien gehabt. Und wo ich jetzt dann... Ist da was im Argen? Halt, da kommst du nicht raus aus der Nummer. Erzähl, was geht's hier? Wir möchten schon wissen, wir wollen euch helfen. Wir müssen alles wissen. Jessica, ruhig raus mit der Sprache. Jessica. Ich war ja eigentlich gekündigt. Ich bin ja eigentlich nur noch die 30 Tage da. Und wie? Und seitdem ich gekündigt worden bin und wir hatten den Streit gehabt, dass ich halt schon Bauchschmerzen habe, bevor ich auf die Arbeit kommen muss. Weil ich immer Angst habe, irgendwas eskaliert wieder. Und wo ich mir gesagt habe, mit 50 Jahren sollte man keine Angst haben, auf die Arbeit zu kommen. Und ich habe meine Arbeit gerne gemacht und ich war eigentlich auch manchmal recht stolz, wenn dann die Kunden zu mir gekommen sind und haben gesagt, hey, es hat lecker geschmeckt. Und also wir müssen dir ganz klar sagen, dass bis jetzt eigentlich der größte positive Part eigentlich die Küche war. Ja? Also die Location und die Sauberkeit, alles was da draußen war, hat uns nicht gefallen. Ja? Also das Essen hat uns positiv überrascht. Was läuft hier schief? Das läuft aus dem Ruder? Wir hatten mit einer ehemaligen Mitarbeiterin hatten wir ziemliche Probleme. Ich habe eine frische Liebe kennengelernt seit einigen Wochen. Die andere Angestellte war auch in mich verliebt. Sie ist sehr eifersüchtig, ich wollte es vor ihr geheim halten. Und dann war er draußen, stand mit seiner Neuen. Und die, natürlich hat die das gesehen, dass die beiden Arm in Arm. Und dann irgendwann kam sie halt zu mir in die Küche und meinte nur, ist das seine neue Freundin? Und dann habe ich gesagt, ja, hast du das nicht gewusst? Er hat mir dann vorgehalten, ich hätte nichts zu ihr sagen dürfen, dass das seine neue Freundin ist. Ich habe dann zu ihr gesagt, ja, wenn es dir nicht passt, dann geh einfach. Was weiß ich, was es war? Bravo, Dr. Sommer fragen, würde ich mal sagen. Und das ist das Niveau. So, ist es in der Sandkiste oder sind es erwachsene Leute hier im Stand? Was mich einfach stört, ist die Trennung zwischen Privatleben und Betrieb. Das ist aber wenn du deine Freundin hier reinholst und deine Ex-Freundin hier arbeiten lässt, dann bist du der hier den Müll mit reingebracht hat. Also ganz klar. Ja, klar. Und du ziehst ja dann auch deine Mitarbeiter damit rein. Sag mal so, ich bin erwachsen, aber in jedem Mann steckt noch irgendwo ein Kind. Wenn er Spaß haben möchte, oder wenn ich Spaß haben möchte, dann habe ich Spaß. Ich habe zum Alex auch knallhart an den Kopf geschmissen. Ich habe gesagt, wer wird mein Sohn sich so verhalten, wie du dich verhältst, Frauen gegenüber? Ich würde mich als Mutter in den Erdboden schämen, ganz ehrlich. Langzeit-Teenager mit Party-Location sucht Anschluss an richtige Welt. Das wär's. Ich würde sie gern weiterhin dabei haben. Wie es laufen wird, liegt dann im Endeffekt an ihr. Wenn Jessica hier geht, ist der Laden pleite. Ich habe mir so gewünscht, dass er kommt und gerade wegen ihm, dass er mal so einen richtigen Tritt in den Hintern kriegt. Du möchtest, dass wir ihm in den Arsch treten? Ja. Mit viel Anlauf vermutlich? Wir brauchen bis morgen eine klare Entscheidung, denn wenn du morgen Nein sagst, dann fangen wir von Null an. Ja? Und wenn du sagst, okay, du ziehst es durch und du probierst, dann können wir mit dir auch arbeiten. Sonst macht es jetzt in dieser Konstellation erstmal keinen Sinn. Bis morgen. Ciao. Ja. Bis morgen. Tschüss. Ach, da sind wir wieder. Fußgänger. Hallo, guten Morgen. Hey, guten Morgen. Hey, das schaut gut aus.
Wir haben die Wachsflecken alle weggemacht, wir haben die Tischdecken entsorgt, wir haben komplett den Boden gereinigt. Heute geht es um den Bauch und auch bei dir eine ordentliche Grundreinigung, ne? Mal ein neues Bewusstsein schaffen, ne? Also ich will halt noch unbedingt wissen, was mit der Jessie ist, ne? Wir haben uns eigentlich ausgesprochen. Sie durfte mir sagen, was sie nicht an mir mag. Ich durfte sagen, was ich nicht richtig finde. Was würdest du gern verändern an Alex? Ja, dass er auch seine Versprechungen einhält, was er jetzt mir gestern versprochen hat, dass er sich ändert, dass er hier ein bisschen Struktur reinbringt, auch dass er ein bisschen ordentlicher wird. Die Entscheidung habe ich noch nicht getroffen. Ich möchte auf jeden Fall noch morgen abwarten. Und wenn ich sehe, dass er wieder in dieselbe Routine fällt, dann bin ich raus. Jetzt habe ich ja gestern noch so ein bisschen gemeckert wegen der Chili con Carne. Genau. Okay, wir setzen jetzt mal eine an. Da haben wir alle mexikanischen Flavors drin, die wir nachher drin haben möchten. So, was ich auch noch mache, nehme ein bisschen braunen Zucker. Weißt du, warum ich das tue? Damit das Fleisch brauner wird. Ja, das karamellisiert so schön und legt sich jetzt da rum, ne? Das wird richtig gut. Die verkocht sich schön hier, die Zartbitterschokolade, auch wie nur Zartbitter nehmen. Ja. Die verkocht sich schön, gibt eine schöne Bindung, einen schönen Glanz. Ja, die hat ja wenig Zucker, also das passt wunderbar, ne? Also ich finde das Leckere doch dieses Zartbitterschokolade, das Süßliche mit raus. Das ist super lecker. Also hab noch ein paar neue Tricks wieder dazugelernt. Also es macht mir echt Spaß mit dir, du hast auch richtig Bock und du blühst da auf. Und wir sind gerade in so einer kleinen heilen Welt hier drin, ne? Aber da draußen ist es halt alles andere als heil. Da unten ist der Sand. Ja. Da unten war Müll. Zigarettenschachteln, Zigarettenkippen, Kabel hängen wieder überall rum. Das ist einfach nicht, ich komme damit nicht klar. Ich komme damit nicht klar. Ich bin da zu. Perfektion ist manchmal spießig. Du musst deinen ganzen Scheiß pflegen, ey. Also, wenn ich. Hier war jetzt eigentlich der Sinn, alles raus und wieder komplett blank machen. Bla bla bla. Ja. Wir sehen das, was wir sehen. Wir brauchen hier Seriosität. Wir brauchen hier einen Geschäftsmann, wir brauchen hier einen Unternehmer. Mein ursprünglicher Plan war, weil ich ja auf Familien ausgerichtet werden sollte, dass man hier vielleicht einen Indoor-Spielplatz für die Kiddies reinmacht, dass oben die Eltern gemütlich essen können, die Kinder hier unten spielen können. Du bist ein Fantast. Du bist ein Fantast. Indoor-Spielplatz, wenn ich das höre. Das Kind, das bist du. Ja, das war aber die Idee. Du hast keinen Spielplatz, das ist dein Spielplatz. Das soll aber kein Spielplatz sein, sondern ein professionelles Gebäude, mein Freund. Heute ist Tag 2, Ende Tag 2, habe ich von dir denselben Eindruck wie gestern. Nichts passiert. Null. Ich habe gestern Abend, nach Feierabend, hier, wo ich aufgehört habe, habe ich hinten auf der Couch gesessen und habe überlegt, was hast du überhaupt das ganze letzte halbe Jahr gemacht? Und dann? Und dann habe ich wirklich gemerkt, ich bin wirklich mein bester Kunde. Also am Abend eine Flasche Jackie war nicht unselten. Eine Flasche Whisky war nicht unselten? War nicht unselten, ja. Das muss das mal wegstecken, ne? Da sage ich einfach, das muss aufhören. Und wenn das aufgehört hat, bin ich auch wieder klar im Kopf. Eine Flasche Jack Daniels am Abend, kein Thema. Alter Schwede, das geht aufs Gehirn, oder? Da wäre ich im Krankenhaus. Es gibt ja immer so schöne Überraschungen noch am letzten Tag. Und da wäre eins, wäre optional eine schöne Geschichte, wenn der Keller morgens sauber wäre. Ne? Ich weiß, da liegt eine halbe Tonne Sand unten, weiß ich. Ja? Ich habe es nicht runtergeschüttet, aber wäre schön, wenn der Sand morgen weg wäre. Ne? Falls doch wir den Raum brauchen, möchte ich, dass er schön ist. Ne? In der Küche ist alles grün. Da ist die Ampel momentan noch rot. Okay? Okay. Ja. Selbstfindung durch Sandschaufeln. Vielleicht klappt das ja irgendwie, dass er ein bisschen reflektiert, ja, sich reinigt, ja, und da zu neuem Bewusstsein kommt, ja. Guten Morgen. Du rauchst hier drin, das Rauchverbot. Ja, guten Morgen, Zigarette. Bin heute Nacht hier eingeschlafen über die Buchhaltung. Ich liebe die Inkonsequenz. Also gut, heute Morgen, wie gesagt, der erste Eindruck war eigentlich wirklich derselbe von gestern. Unser Langzeit-Teenie saß er wieder da, Zigarette geraucht. Das ist halt schwer, das ist so, der nimmt das nicht so richtig wahr. Aber der Tag kann ja noch irgendwie vieles verändern. Wake up. It's a lovely day out there. Wake up. Oh la la.
Wir sind in den Keller gegangen, um nachzuschauen, ob er den Sand rausgeschaufelt hat. Und sieh da, alles war sauber, hat gepasst, tipptopp. Das ist doch wunderbar, siehst du? Und dann schaut das alles ein bisschen anders auf, ein bisschen aufgeräumt, ne? Mhm. Das ist ja auch ein Zeichen von dir selber, verstehst du? Das ist jetzt aufgeräumt, das heißt, du bist auch ein bisschen aufgeräumt, ne? Das ist immer so eine Reflexion. Also wir haben jetzt noch eine Überraschung, und zwar geht es ja um eine gewisse Seriosität, ja? Und zwar bist du eigentlich vom Ruf ein bisschen geschädigt, ja? Jetzt war ich bei der Musikschule und habe gefragt, ob sie eventuell Interesse hätten, hier ab und zu mal ein Konzert zu veranstalten, hier im Keller. Da kommt für Oma und Opa, dass sie sehen, was der Enkel so alles macht. Ja? Ich würde euch knutschen. Weil gerade in meinem Kopf alles durcheinander geht. Ja, ich merke eine Veränderung in meinem Kopf. Ja, ich merke einfach, dass ich eigentlich der Punkt war hier, der das was zum Scheitern gebracht hätte. Wir meinen es mit allem gut, ja? Und sind das nicht eine Möglichkeit, einfach irgendwie alles wieder gut zu machen, verstehst du? Ändert er. Und wenn man da heute, dann finde ich es jetzt auch ein Zeichen, wo ich sage, dann müssen wir uns doch ernst, ne? Weil gestern dachte ich, ich rede irgendwie an dir vorbei. Und diese Reaktion ist einfach jetzt, finde ich jetzt sehr menschlich und sehr schön. Das ist der Tritt in den Arsch. Ja, so, also. Ja, jetzt, los, komm, los. Weiter geht's. Weiter. Zack. Jessica? Ja, bitte? Kommst du gerade mal bitte rüber? Ja. Sei so lieb und schäme mir gleich hier mal diese 5 Mangos. Wir haben ja gestern echt schön gekocht und ich habe auch gesehen, dass dir das echt Spaß macht. Und du hast ja gestern auch gesagt, dass du manchmal so ein bisschen Angst hast, Sachen auszuprobieren. Mhm. Ich habe für dich jetzt mal hier unser brandneues Kochbuch. Da kannst du einfach mal ein bisschen das für dich, so als kleine Erinnerung und Motivation, dass du einfach so ein bisschen dich rantraust. Dankeschön. Gerne. Also ich bin total glücklich. Ich wünschte mir, ich könnte mit denen mitgehen. Ich finde auch, du bist cool drauf und vor allen Dingen macht es auch Spaß, mit dir zu kochen, weil du Lust dran hast. Weißt du, das macht Spaß. Hat's gemundet? Sehr gut. Ja? Würdet ihr deswegen wiederkommen bei so einem Essen? Ja, Alexander, du als Betreiber, also du hast echt wahnsinnig viel Glück mit der Jessica. Ich kann nur die Daumen drücken, dass sie bleibt. Ja? Du weißt, worum es geht. Behandel sie gut. Tja, der Alex, der hat uns gebeten, ihm in den Hintern zu treten. Und genau das haben wir eigentlich auch die letzten 3 Tage gemacht. Ich hoffe, dir tut der Hintern noch weh. Professionalität ist manchmal ein bisschen hart, ein bisschen spießig. Aber so ist es eben manchmal. Ne? Und von mir auch nochmal große Leistung in der Küche. Wir sind happy, dass es euch geschmeckt hat. Und hier als Erinnerung von uns, ein Bild. Danke. Ne?